1545. Dies ist Jengoku Jidai, das Zeitalter des Krieges. Seit 200 Jahren herrschen die Ashikaga-Shogune von Kyoto aus. Sie besitzen Herrlichkeit und Macht. Die übermächtigen Clans sind ungehorsam geworden. Es ist an der Zeit, dass ein neuer Kriegsherr zum Shogun wird. Doch wer wird siegreich sein? Die Länder der Hojo haben unser Volk immer reichlich versorgt. Unsere Feinde sind zahlreich und missgünstig. Sie bedrohen unsere Grenzen und halten Ausschau nach jeder noch so kleinen Schwäche. Unsere stattlichen Schlösser sind der Neid Japans. Wir gelten zu Recht als große Baumeister. Starke Mauern, starke Seelen. Unsere Belagerungsmaschinen sind ebenso mächtig. Nichts hält ihnen stand. Bishamon, der Kriegsgott, ist erwacht. Nun ist es an der Zeit, unsere Feinde zu besiegen. Alle werden sich vor dem Hojo-Clan verneigen. Wir werden nicht länger warten. Das Schicksal ruft! Wir sind die Hojo. Viele Jahre haben wir gegen zahlreiche feindliche Clans um die Herrschaft Kantos gekämpft. Nach der Eroberung des Imagawa-Territoriums sind wir einen unsicheren Waffenstillstand eingegangen, um uns dringend darin zuwenden zu können. Aus Angst vor unserem Ehrgeiz haben sich die Okigayatsu und Yamanochi zusammengetan. Die Eroberung der Provinz Musashi hat daher Priorität und wird uns der Okigayatsu entledigen und uns eine sichere Stellung im Herzen Kantos verschaffen. Zwar ist es uns gelungen, den Konflikt mit den Imigawa zu beruhigen, doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihre Ambitionen uns erneut eine Bedrohung sind. Die Eroberung Surugas wird sie schwächen, doch wir müssen uns vor den Takeda in Acht nehmen. In Blut und Ehre verbunden werden sie einem solchen Angriff gegen ihre Verbündeten nicht tatenlos zusehen. Und sie verfügen über eine eindrucksvolle Streitmacht. Eine Lösung könnte die Eroberung ihrer Heimatprovinz Kai sein. Doch bevor wir es mit zwei Clans auf einmal aufnehmen, sollten wir warten, bis unser Clan selbst genügend erstarkt ist. Doch mit Macht und Einfluss kommt sicher auch der Zorn Kyotos. Und sollte sich der Shogun bedroht fühlen, wird er seine Untergebenen gegen uns aufbringen. In diesem Fall müssen wir darauf vorbereitet sein, alle möglichen Angreifer abwehren zu können. Wünscht der Shogun, unsere territoriale Ausbreitung aufzuhalten, lasst ihn kommen und persönlich mit uns abrechnen.
Soll unser Daimyo Shogun werden, der militärische Herrscher Japans, müssen wir das derzeitige Shogunat, den Ashikaga-Clan, besiegen, indem wir die Hauptstadt Kyoto erobern und 4 Jahreszeiten lang halten. Dann wird der Kaiser den Anführer unseres Clans zum Shogun ernennen. Wir können jederzeit die Bitte um das Shogunat einreichen. Doch der amtierende Shogun könnte uns dann vorsorglich angreifen, sollten wir zu mächtig werden. Krieg mit dem Shogun könnte andere Clans dazu bewegen, uns ebenfalls den Krieg zu erklären, um den Status quo zu erhalten. Die Schlossstadt einer Provinz ist die zentrale Siedlung. Als Hauptverwaltung besteht sie sowohl aus einem Schloss als auch aus Handels- und Militärgebäuden. Schlossstädte verbrauchen die meiste Nahrung in der Provinz. Daher ist es besonders wichtig, landwirtschaftliche Gebäude zu verbessern, um Nahrungsknappheit zu vermeiden. In diesem Tab werden sämtliche im ausgewählten Gebäude zur Rekrutierung verfügbaren Einheiten und Schiffe angezeigt. Per Rechtsklick auf die Abbildung einer Einheit oder eines Schiffes erhaltet ihr deren Beschreibung. Per Linksklick fügt ihr die Auswahl der Bauliste hinzu. Ein erneuter Klick entfernt sie wieder. Die Rekrutierungskosten werden unten angezeigt. Die Rekrutierungsdauer erscheint unten rechts. In diesem Tab werden sämtliche Gebäude in der ausgewählten Schlossstadt und der umgebenden Provinz angezeigt. Fahrt mit der Maus über die einzelnen Gebäude, um zu sehen, welche ihr bereits errichten könnt. Mit einem Rechtsklick auf ein Bild ruft ihr die dazugehörige Beschreibung ab. Per Linksklick fügt ihr ein Gebäude der Bauliste hinzu. Per erneutem Klick entfernt ihr es wieder. Unten werden die Baukosten angezeigt, während die Bauzeit in der unteren rechten Ecke erscheint. Einige Gebäude können erst durch Beherrschung bestimmter Künste gebaut werden. In diesen Fällen wendet euch an das Beherrschung der Künste-Fenster, um mit dem Studium zu beginnen. Agenten werden in einer Provinz direkt aus dem Rekrutierungstab rekrutiert. Die Rekrutierung erfolgt umgehend. Die Kosten hängen jedoch von verschiedenen Faktoren, wie dem Vorhandensein bestimmter Gebäude oder Clan- und Charaktereigenschaften ab. Durch Sabotage oder Kämpfe beschädigte Gebäude können repariert werden. Um ein Gebäude zu reparieren, wählt es an und klickt auf das Reparieren-Feld links im Übersichtsfenster. Werden Gebäudeschäden ignoriert, so werden sie über einen längeren Zeitraum ohne Unkosten langsam repariert. Die Verbesserung des Straßennetzes innerhalb einer Provinz erhöht deren Handelsaufkommen. Bessere Straßen vergrößern außerdem das Sichtfeld, sowohl von der Straße als auch von der Schlossstadt aus und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, Agenten zu entdecken. Zudem können Armeen innerhalb einer Runde länger marschieren und werden schneller verstärkt. Bauernhöfe versorgen Schlossstädte mit Nahrung. Nahrungsmittel werden automatisch in unseren Provinzen verteilt. Sollte der Gesamtverbrauch jedoch nicht von den Bauernhöfen abgedeckt werden können, kann Nahrungsmittelknappheit entstehen, die zu Unzufriedenheit und schließlich zu Rebellion führt. Stellt sicher, dass Bauernhöfe verbessert werden, wenn wir größere Schlossstädte bauen.
Dieses Fenster zeigt euch Informationen über einen General eures Clans. Sein Name, Alter, Rang, persönliche Eigenschaften und militärische Fähigkeiten werden hier aufgeführt, neben den Details zu seinen Gefolgsleuten und einer Zusammenfassung seiner Kommandofertigkeiten. Ihr könnt zudem den Fähigkeitenbaum mit dem entsprechenden Feld in der oberen rechten Ecke des Fensters aufrufen. Generäle sammeln Erfahrungspunkte an, mit denen sich die Möglichkeit ergibt, nützliche Fähigkeiten aus dem Fähigkeitenbaum zu wählen. Klickt in den Charakterdetails, die durch einen Rechtsklick auf das Porträt des Generals aufgerufen werden können, auf den Fähigkeitenbaum in der oberen rechten Ecke. Der Baum ermöglicht euch, die Bausteine, die die Eigenschaften des Generals bilden, selbst zu wählen. Das Gefolge eines Charakters besteht aus den Objekten, Assistenten und allgemeinen Günstlingen, die große Männer im Laufe ihrer Karriere um sich scharen. Gelegentlich vergrößern Charaktere ihr Gefolge, indem sie aus einer Reihe verfügbarer Gegenstände und Leute wählen, was wiederum ihre Fertigkeiten beeinflusst. Bewegt eure Armee per Rechtsklick auf einen beliebigen Teil des markierten Gebiets. Per Rechtsklick auf eine feindliche Armee oder Schlossstadt greift ihr diese an. Um zwei Armeen zusammenzulegen, bewegt diese zu ein und demselben Punkt. Begebt euch an Bord der Schiffe einer Flotte an der Küste, indem ihr euch einfach darauf bewegt. Ihr habt einen Charakter eines anderen Clans gewählt, mein Lord. Ihr könnt ihm keine Befehle erteilen. Wählt einen unserer eigenen Charaktere an, um mehr über dessen Fertigkeiten zu erfahren. Jeder General verfügt über eine Bewertung seiner Loyalität, die die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der er bestochen werden kann, den Clan verlässt oder zu einem anderen überläuft. Loyalität wird durch die Ehre des Daimyo, wichtige Siege in Schlachten, Heiraten im Clan, dem derzeitig ernannten Erben des Clans, die Aneignung von Eigenschaften und Fähigkeiten, die Entscheidungen, die bei Dilemmas getroffen werden und die Beförderung oder Vernachlässigung des Generals bestimmt. Sinkt ihre Loyalität zu weit, bleibt manchmal nur noch der Befehl zum Seppuku. Alle Armeen und Flotten werden von einem Kreis umgeben, der ihren Wirkungsbereich darstellt. Ihr könnt einen Kontrollbereich nicht betreten, wenn ihr nicht die darin befindliche Armee angreift. Einheiten können direkt von einem General im Felde rekrutiert werden. Wählt den Rekrutierungstab an und klickt mit der linken Maustaste auf eine Einheit, um sie der Liste hinzuzufügen. Ein erneuter Klick entfernt sie wieder. Sobald sie einsatzbereit sind, begeben sich die Einheiten zum jeweiligen General und schließen sich seiner Armee an. Bedenkt, dass sich Einheiten nur auf direktem Wege zum General begeben können. Das Meer können sie nicht überqueren. Truppen können zur Verteidigung innerhalb einer Schlossstadt stationiert werden. Zusätzlich unterdrücken sie rebellische Tendenzen unter der Bevölkerung. Häfen generieren nicht nur Handelseinkommen, sie ermöglichen auch den Bau von Schiffen. Schiffe können auch direkt von Flotten angefordert werden, die von einem General befehligt werden.
Bauernhöfe und andere landwirtschaftliche Gebäude verbessern sowohl das Einkommen als auch die Nahrungsvorräte in allen kontrollierten Provinzen. Es ist äußerst wichtig, sie zu verbessern, um Nahrungsmittelknappheit in den Schlossstädten zu vermeiden. Bei zu großer Unzufriedenheit proben die Bauern den Aufstand. Faktoren, die zu einem Aufstand führen, sind niedrige Daimyo-Ehre, Nahrungsknappheit, Besteuerung, die Anwesenheit plündernder feindlicher Armeen in einer Provinz und religiöse Unruhen. Es gibt zwei Arten von Rebellion. Ein General, dessen Loyalität zu weit herabgesunken ist, wird eventuell versuchen, seinen eigenen Clan zu bilden, anstatt zu einem anderen überzulaufen. In diesem Falle stellt er eine Armee auf und versucht, die nächstgelegene Schlossstadt einzunehmen. Ein Bauernaufstand kann sich auch zu einer ausgewachsenen Rebellion entwickeln. Dies geschieht, wenn ein Drittel der Unzufriedenheit in einer Provinz auf religiöse Zwistigkeiten zurückzuführen ist. Eine Schlossstadt ohne stehende Garnison bildet zu ihrer Verteidigung automatisch Einheiten aus Clanmitgliedern und ihren Frauen. Diese sind zwar nicht so effektiv im Kampf wie reguläre Truppen und können auch die Schlossstadt, in der sie erschaffen wurden, nicht verlassen, sorgen allerdings für die Regelung alltäglicher Probleme und erhalten die öffentliche Ordnung. Eine Armee lässt sich auf drei Arten von einer Schlossstadt auf das Schlachtfeld bewegen. Um die gesamte Armee zu bewegen, wählt die Schlossstadt aus und bestimmt den Zielort durch einen Rechtsklick. Um eine bestimmte Einheit zu bewegen, wählt diese aus und bestimmt das Ziel mit einem Rechtsklick oder zieht sie mit einem Linksklick auf die Karte. Lasst ihr den Cursor los, begibt sich die Armee zur gewählten Position. Mit Steuerung und einem Linksklick könnt ihr mehrere Einheiten gleichzeitig wählen. Thank you.
Zu Beginn jeder Runde werden eurer Schatzkammer Gelder zur Finanzierung von Nachschub und Gehältern der Truppen entnommen. Diese Kosten werden als Einheitenunterhalt bezeichnet. Das Clan-Verwaltungsfenster zeigt die wichtigsten Statistiken und Informationen, um die Hierarchie eures Clans zu verwalten. Durch den Kampf und das Überleben von Schlachten gewinnen Einheiten Erfahrungspunkte, die ihre Fertigkeiten in zukünftigen Kampfsituationen verbessern. Erfahrung erhöht die Moral. Eine unerfahrene Einheit flieht aufgrund von Belastung und Erschöpfung schneller vom Schlachtfeld. Um eine Forderung zu stellen, wählt in der Mitte einen Clan und dann diplomatische Optionen auf der linken Seite des Bildschirms. Unter Eure Angebote werden die angebotenen Abkommen angezeigt. Klickt auf eine Option, um sie von eurem Abkommen zu entfernen, und wählt Angebot löschen, um von vorn anzufangen. Wenn ihr fertig seid, wählt Vorschlag übermitteln. Wenn ihr euch dazu entscheidet, die Verhandlungen nicht fortzuführen, wählt das Verhandlungen beenden Feld, um die Diplomatie abzubrechen. Bedenkt, dass ein Angebot, das zu viele Details enthält, häufig kurzerhand abgelehnt wird. In diesem Fenster lassen sich Künste wählen, die euch einen Vorteil über eure Gegner verschaffen, wenn ihr sie beherrscht. Wählt zunächst den Gegenstand, den ihr beherrschen wollt. Hierzu sind keine Gebäude erforderlich. Jedoch ist die Beherrschung bestimmter Künste zum Bau einiger Gebäude nötig. Bewegt die Maus über eine Kunst, um eine Kurzbeschreibung anzuzeigen, die genauen Effekte sowie die zur Beherrschung benötigte Zeit. Weitere Informationen findet ihr in der Enzyklopädie, die ihr über das Fragezeichen oben rechts im Fenster öffnet. Thank you.
Das Finanzfenster fasst wichtige wirtschaftliche und finanzielle Informationen eures Clans zusammen. Gibt es in einer Provinz Probleme mit der öffentlichen Ordnung, lässt sich die Provinz von den Steuern ausschließen, bis sich die Bevölkerung beruhigt hat oder eine Garnison anwesend ist, die durch Repression für Ordnung sorgen kann. Dies ist besonders nach der Eroberung einer Provinz hilfreich, deren Einwohner einer anderen Religion als ihr selbst angehören. Diese Übersicht zeigt statistische Informationen über die ausgewählte Provinz. Der untere Abschnitt zeigt die Faktoren, die zum lokalen und Clanwachstum beitragen. Der mittlere Abschnitt zeigt den Status und den Einfluss auf die öffentliche Ordnung. Der oberste Abschnitt zeigt die Nahrungsmittelversorgung, die Ressourcen der Provinz und eine Übersicht des Glaubens. Eine Schlacht gewinnt man nicht allein dank zahlenmäßiger Überlegenheit. Die Balance der Einheiten und die Fähigkeiten des Generals sind entscheidend. Achtet auf das Kräfteverhältnis und Informationen über Verstärkung, ehe ihr angreift. Aber aufgepasst, wenn ihr angegriffen werdet, habt ihr in der Regel keine Möglichkeit mehr, einen Kampf zu vermeiden. Die Felder am unteren Rand dieser Übersicht zeigen unsere Kampfoptionen an. Bewegt die Maus darüber, um herauszufinden, was sie jeweils bewirken. Zusammen mit einem Überblick über den Zustand der überlebenden Einheiten und Schiffe angezeigt. Über das Feld auf der rechten Seite könnt ihr euch die Statistik für jede einzelne Einheit ansehen. Bei der Verteidigung eines Gebiets ist es wichtig zu wissen, wie weit sich der Feind bewegen kann. Klickt eine feindliche Armee an, um den möglichen Bewegungsradius anzuzeigen. Blockiert eine Armee unseren Weg, wird das Terrain am Engpass hervorgehoben. Wir müssen gegen die Armee kämpfen oder einen anderen Weg finden. Verschleiß ist der Verlust, den Truppen aufgrund von Fahnenflucht, Krankheiten etc. erleiden. Verschleiß tritt ein, wenn eine Einheit eine Runde während des Winters außerhalb einer Schlossstadt beendet. Schiffe wurden nicht zum Einsatz auf hoher See gebaut, weshalb Besatzungen und Armee an Bord Verschleiß erleiden, wenn sie sich fernab der Küste befinden.
Wird ein General in einem Gefecht getötet, während Einheiten oder Schiffe fliehen, zerstreuen sie sich. Das heißt, sie können sich fortan nicht mehr sammeln. Alle Einheiten und Schiffe, die nach dem Tod eines Generals fliehen, sind automatisch zerstreut. Und auch die Anwesenheit eines Generals von niedrigerem Rang kann dies nicht mehr verhindern. Armeen und Flotten, die ohne einen General ins Gefecht geschickt werden, zerstreuen sich, wann immer sie fliehen. Stellen ein Dilemma dar. Dilemmas öffnen sich automatisch und erfordern eine Entscheidung, bevor ihr fortfahren könnt. Bedenkt sie gut, da die falsche Entscheidung ernsthafte Konsequenzen für den Clan haben kann. Unsere Armeen können keine Häfen oder Gebäude außerhalb einer Schlossstadt betreten, seien es eigene, die unserer Verbündeten oder die des Feindes. Dennoch können diese Gebäude beschützt werden, falls sie sich in einem Gebiet befinden, das in die Hände des Feindes fällt. Feindliche Schlossstädte und Häfen können ebenso wie Handelsrouten überfallen werden. Wählt einfach eine Armee und klickt mit der rechten Maustaste auf ein Ziel, um anzugreifen. Zusätzlich zu Fähigkeiten, die durch Erfahrung erworben werden, entwickeln die eurem Clan zugehörigen Charaktere mit der Zeit persönliche Eigenschaften, die Auswirkungen auf ihre Fertigkeiten haben. Manche Eigenschaften bestehen bereits, wenn der Charakter das erste Mal im Spiel auftaucht. Andere erwirbt er durch gesammelte Erfahrungen. Ihr habt ein Ziel außerhalb des markierten Gebietes angewählt. Innerhalb dieser Jahreszeit kann der Charakter sein Ziel nicht erreichen. Vorausgesetzt, sein Weg wird nicht von einem Gegner blockiert, setzt er seine Reise in der nächsten Runde fort.